Herzlich willkommen zur letzten Folge von Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH Ioneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Auch unser Studiengang, der Studiengang Journalismus und Public Relations, leistet durch die Öffentlichkeitsarbeit vor und während den Spielen einen wesentlichen Beitrag zum Herzschlag. Über Erfahrungen und Aufgaben spricht Julia Putzka jetzt mit Gudrun Reimert und Philipp Seiser. Wie kam es eigentlich dazu, dass sich der Studiengang Journalismus und PR bei den Special Olympics engagiert? Ja, das hat vor mehr als einem Jahr begonnen, weil die Geschäftsführung der FH Ioneum festgestellt hat, okay, wir machen als Certified Partner für die Special Olympics World Winter Games mit. Das bedeutet auch schon, dass wir uns engagiert haben bei den Pre-Games und viele Studiengänge der FH sich engagiert haben. Wir eben darin, dass wir die Medienteams beschicken. Das heißt, unsere Studierende, Journalismus- und PR-Studierende, arbeiten direkt in den Medienteams, die die Games dokumentieren, die Videos produzieren, die Texte schreiben, Fotos machen, alle Sportarten eigentlich dokumentieren, miterleben und darüber Content produzieren, wie es so schön heißt. Das heißt, es ist eine wirklich facheinschlägige Arbeit, die genau unsere Fachgebiete betrifft. Und es ist gleichzeitig eine wunderbare Gelegenheit für Studierende, mit internationalen Leuten in Verbindung zu kommen und auch wirklich für den Lebenslauf dann etwas zu erarbeiten, was man vorzeigen kann. Philipp, was motiviert dich zum Mitmachen bei den Special Olympics? Also grundsätzlich war das für mich im ersten Semester mein PR-Projekt. Also wir haben dafür Note bekommen und sind eben über die FH zu den Special Olympics gekommen. Der Harry Hahn hat uns Studenten für das Medienteam gebraucht. Wir haben dort verschiedene Dinge gelernt, also von klassischer PR-Produktion bis hin zu Video, Foto und die ganze Schnittarbeit. Die Arbeitserfahrung war natürlich extrem wichtig und macht seinem Lebenslauf natürlich super. Zusätzlich war einfach der Umgang mit den Menschen und mit den Athleten extrem eine richtig geile Erfahrung und motiviert mich jetzt ein Jahr später nochmal da mitzumachen. Was genau war bei den Pre-Games zu tun? Was hast du dort spezielle Geschichten oder Erfahrungen, die dich besonders berührt haben? Kannst du da etwas erzählen? Ich war in Schladming, ich war Teil des Medienteams und wir haben dort vor Ort, also auf den Pisten, in den Hallen etc. Berichterstattung gemacht, im speziellen Videos. Also Storytelling war bei mir nicht so im Vordergrund. Wir haben halt die Sportler bzw. die Organisatoren begleitet, waren bei Siegerehrungen, haben teilweise Siegerehrungen selber improvisiert und ja, dadurch einfach Videos selbst produziert und für die Special Olympics dann veröffentlicht. Was ja da schon wirklich, darf ich kurz, noch was sagen, was ja da schon wirklich eine tolle Erfahrung ist, nämlich wirklich, es muss was entstehen, was auch tatsächlich am Ende des Tages oder einen Tag später auf dem YouTube-Channel von Special Olympics hochgeladen wird. Das heißt, ihr habt also wirklich auch unter enormem Zeitdruck erstens Material produziert, also Video-Footage produziert und dann auch noch geschnitten und mit Texten unterlegt oder mit einer Moderation unterlegt. Ja, genau, also, und vor allem, was auch dazugekommen ist, dass wir im ersten Semester ja das meiste noch nicht einmal gewusst haben, wie was zum Ablaufen hat. Können Sie mir ungefähr sagen, wie viel Zeit dafür aufgewendet wird, um das Projekt zu realisieren? Also in unseren Lehrveranstaltungen, es nimmt jetzt eine Projektlehrveranstaltung vollkommen ein, ja? Und während der Games dann tatsächlich im März 2017 sind 70 Studierende von uns, also jetzt rein vom Studiengang Journalismus und PR, bei den Games engagiert. Also das genaue Stundenausmaß, da sind wir dabei, das mitzuschreiben, damit wir am Ende der Games dann wirklich sagen können, wie viele Stunden da reingeflossen sind. Das war die letzte Folge von Hard News, der News-Serie über die Kooperation zwischen der FH Ioneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Wir freuen uns auf die Spiele im März und auf die Zusammenarbeit mit den Athletinnen und Athleten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Cut.